ich bin ein bisschen Hellköpfchen. Durch meinen Bart zurzeit nicht ganz so gut kämmen kann, dachte ich mir, hole ich ein paar Pilze raus. Und dann können wir auf Server 22 starten, oder nicht? Nein, Leute, so, hallo, hallo, hallo. Weiter geht's mit Shakes and Fidget. Willkommen dazu. Es ist Weihnachten. Das bedeutet, es ist das Fest der Liebe. Das Fest der Freude. Das Fest der Geschenke. Und es ist verdammt nochmal 10 Grad draußen. Nein, natürlich ist es fucking warm und das an Weihnachten. Ob das so gut ist, ich weiß es nicht. Ich wünsche natürlich alle vorweg frohe Weihnachten und wenn wir uns nicht sehen, natürlich noch ein gutes, wunderbares, supergeilen, super tollen Rutsch ins neue Jahr. Und ich hoffe, die Ziele, die ihr euch gesetzt habt, fürs nächste Jahr, beziehungsweise für dieses Jahr habt ihr erreicht. Das werden wir natürlich alle noch sehen. So, wir standen auf Server 22 und so als kleines Weihnachtsspecial habe ich mir eigentlich nicht so Besonderes gedacht. Aber es wird vielleicht noch ein kleines Video geben, so als Weihnachtsspecial. Wir werden es sehen. Das könnte ziemlich spannend werden. Im Hintergrund schöne Musik hier von so Weihnachten. Das ist doch alles schön, oder nicht? Ich werde es ja auch nicht jetzt zu lang in die Länge ziehen, denn es ist ja Weihnachten und ihr müsst alle noch in die Kirche gehen. Ihr müsst alle dorthin. Vielleicht noch Geschenke kaufen. Wer weiß, dies, du, da, boom, beam. Obwohl die Geschäfte eher zu haben. Ich weiß nicht, in irgendwelchen Städten. Naja, die haben jetzt schon zu bis 12 Uhr meistens. Von daher, oder gibt es jetzt noch diese Aktion, dass die den ganzen Tag aufhaben? Ich weiß es nicht. Ist, glaube ich, gesetzlich eh geregelt in Deutschland. Wir starten auf Server 22. Ich werde kurz die Server einmal schnell durchgehen. Wenn das nicht in die Länge ziehen, wie gesagt, damit ihr euch auf eure Familie konzentriert und nicht auf Shakes and Fidget. Denn dort ist ja nicht eure Familie bei Shakes and Fidget, sondern zu Hause unter dem Weihnachtsbaum. Da liegen die Geschenke. So, ich bin gerade dabei, die alles zu klicken zu, und so weiter. Ich habe über Pilze aufgeladen. Entschuldigung, auf Server 22, 23, 30 und so weiter, alles hochgeballert, es ist ja Pilz-Dealer-Aktion, es sind alle Events auf einmal, das bedeutet, es sind alle Events, ja, mit Weihnachtsbaum, ist, die Taverne ist so vollgeklatscht mit irgendeiner Scheiße, einfach nur legendär, jetzt kommt die Flimmerkiste auch noch reingeflogen und wir gucken erstmal, was hier so los ist, es ist Epic-Event, wir werden wahrscheinlich, oder ich werde wahrscheinlich morgen etwas blättern, jetzt nicht, da ich, wie gesagt, wegen Weihnachtsstress und so weiter das nicht zu stark in die Länge ziehen möchte. Obwohl, ich bin gerade am Überlegen, morgen bin ich auch den ganzen Tag nicht da. Uiuiui, das wird jetzt ziemlich brenzlig mit den ganzen Videos. Ob ich das noch alles schaffe, wir werden es sehen auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier? Hier war der Talisman, das passt. Hier ist sind die Schuhe, wir sind auch schon. Jetzt muss eine Waffe rein und wir haben fast schon wieder den Topf voll. Das gibt es ja gar nicht. Der Topf auf Server 22 ist fast schon wieder voll. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Hier brauchen wir eine Waffe, wir haben leider keine. Natürlich sehr schade. Ich will das Gold hier sparen, damit wir dann morgen übermorgen ein bisschen blättern, denn die Events sind für 3 Tage. Das heißt für 24., 25. und 26. Jingle Bells, Jingle Away. Oh, so schöne Musik. Ich liebe Weihnachtsmusik. Das liebe ich auf jeden Fall an Weihnachten. Und auch Schnee, aber es ist kein Schnee. Das ist natürlich richtige Abfuck. Warum ist kein Schnee? Warum? Und über 10 Grad, das zu Weihnachten, das nervt doch schon ziemlich. Naja. Frohe Weihnachten wünscht auch der Schoki hier. Ja, frohe Weihnachten und eine dicke Sorry an euch alle. Ich lappen, klicke einfach auf Angriff Sorry. Das wollte ich nicht dafür. Heute Abend Schokolade, die ihr bekommt, böse anschauen und danke euch während das. Tut mir leid, Schoki. Und trotzdem frohe Weihnachten. Ja, Schoki, wünsche ich auch frohe Weihnachten. Natürlich jeden von euch auch, habe ich ja schon gesagt. Frohe Weihnachten. Und wir haben einen Angriff auf Disneys Wundertüte Wunderbärchen. Wir werden dann noch kurz vorbeischauen in der Arena und werden hier mal Revolution angreifen. Natürlich gewinnen, ist ja Weihnachten. Ich habe ein Problem mit drin. Dann gehen wir aber hier. Wie gesagt, das Gold werde ich jetzt nicht ausgeben. Wir können nochmal Little John angreifen. Haben wir unsere Begleiter hochgezogen? Haben wir. Wir versuchen kurz ein paar Tries bei Little John. Und morgen werden wir dann ein bisschen mit dem Gold oder übermorgen ausgeben und dann etwas blättern. Little John, komm schon, komm Little John. Es ist die besinnliche Zeit, da kannst du doch umfahren und verrecken und elendig verbluten in der Ecke. Komm schon, Little John. Der will nicht, okay, ist ja bei 23. Hier gehen wir erstmal gucken. Die wird auch noch gezockt, natürlich. Ja, ein paar Pilze aufgeladen, natürlich. Hat der Lars dicke Sitzen. Trank des ewigen Lebens für Gold, wunderbar, nehmen wir. Das freut uns, oh ja. Dann können wir nochmal in den Zauberladen gehen und auf das Buch klicken. Und hier gibt es das nächste, verzaubert dein Amulett. Dein Amulett, um bei Abenteuer öfter mal Gegenstände am Wegesrand zu finden. Oha, bessere Items finden. Juhu, juhu. Das lohnt sich vielleicht sogar, dann kann ich vielleicht einen Epic bekommen bei der Alu machen. Das heißt, wir blättern kurz. Vielleicht bekommen wir sogar einen Epic dabei. Wir erblättern uns eben diese Schriftrolle. Ich möchte sie gerne. Da ist sie doch schon. Wunderbar. Gleich zweimal sieht irgendwie aus wie so ein Stück Scheiße, oder? Verzaubern ein Amulett mit so ein Stück Scheiße. Ja, tut mir leid. So. Amulett verzaubern. Blob. Wunderbar. Das läuft auf jeden Fall. Was haben wir hier hinter? Müll. Was haben wir hier hinter? Na, na. Müll. Was haben wir hier hinter? Na, na. Noch mehr Müll. Wunderbar. Jetzt zauberlabert, aber hier denn.
Oh, schon drei Schriftrollen. Ein Gürtel muss rein und wie man sieht, der Pilzdealer blinkt, wie gesagt, auch 20% Pilzaktion ist, deswegen habe ich ja Pilz aufgeladen. Nur deswegen, natürlich. Es läuft auf jeden Fall bei mir. Es läuft, es läuft, es läuft. Waffelein, Schauberlein, es läuft auch. Und was war jetzt ein Gürtel? Ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube, es war ein Gürtel. Ja, es war ein Gürtel. Okay, lass. Ein Gürtel für. Da ist ein Gürtel, wunderbar. Noch einer. 10 Pilze, na. Du viel wieder, weil das wird aber heute nicht ausgeben. Rein damit, Wunderbärchen. Und wir haben das Klo sogar vergessen. Wir haben auf die ganze Zeit das Klo vergessen. machen wir später. Ich mache noch eine Aufnahme von daher passt das Ganze für morgen. Dann mache ich morgen das Klo. Dann läuft's auch, oder? Es läuft, weil ich habe ja meistens einen auf Vorrat und jetzt in der Weihnachtszeit, wo ich nicht so viel Zeit habe, nehme ich meistens immer jeden Tag sofort auf. Das heißt, es ist wieder der 24. Es ist halt Weihnachten und ich kann nicht einen Tag vorher aufnehmen, wenn Weihnachten ist. Das läuft ja gar nicht. Wir werden dann nicht skillen, wie gesagt, Gold behalten, vielleicht Ghost-Team angreifen, eben besiegen, natürlich Rang 10 eben hochjoinen. Und ich bin bei den Zuschauern zurück. Zuschauer ist zurück bei die Zuschauer, was mich auf jeden Fall freut, denn wir, ich muss eben das hier wegschieben, habt ihr gerade was gesehen? Ja, das war meine Weihnachtsmusik. denn, ich starte mal eben wieder von vorne, denn die ist gerade schon vorbei. So, denn, ich bin zurück bei die Zuschauer und gebe hier Raid-Hilfe für die nächste Zeit und wir werden dann ab 23 Uhr heute den ersten Raid starten. Der Noxytroxy ist gekommen und noch ganz viele andere Leute. I have you killed, der Zange ist, glaube ich, auch da. So viele Leute sind gekommen. Dankeschön an alle, dass ihr gekommen seid und natürlich auch euch, an euch auch frohe Weihnachten. da wir werden jetzt ein paar Raids hier hoffentlich legen. Ich bin mal gespannt, was wir so schaffen. Auf Server 23, Raid-Hilfe, es läuft zu Weihnachten. Ist immer ziemlich gut. Am 24., wie gesagt, rocken wir die Party in den Dungeons. Ich skill eben meine Begleiter. Vielleicht fällt ihr jetzt rot-weiß hin, wer weiß das denn schon. Aber ich will jetzt nicht unbedingt Leute töten. Das wäre ja ziemlich unweihnachtlich, oder? Machen wir einen Schwein noch, komm, schaffen wir nicht. So, okay, gehen wir weiter. Weiter auf Server 2 UK. Server 2 UK werde ich jetzt auslassen. Ganz einfach, weil es zeitlich nicht passt und weil Server 2 UK jetzt nicht der ultimative, super wichtige Server ist. Sie sind alle Server wichtig, aber ich möchte jetzt gerne nicht das zu lang in die Länge ziehen. Wie gesagt, ich will auch nicht einen PC halten. Ganz ehrlich, ich will auch nicht einen PC halten. Ihr sollt was mit eurer Familie machen, ihr sollt zur Kirche gehen und so weiter. Ich bin noch christlich und da geht man zur Kirche normalerweise, aber ist immer so ein Ding. Aber wir jetzt schauen uns nochmal den anderen Server an und zwar Server. Wo ist er denn? Server 2 SK. Werde ich nochmal reinschauen und zwar dort. Gibt es nämlich etwas Wunderbares. Ich habe mir gedacht, der Weihnachtsmann ist unterwegs. Habe mir ein paar Pilze geholt hier, wie man schon sieht. Und habe dann wunderbare Pilze gespendet. Und zwar 1000 an der Zahl für Server 2 SK, damit wir den Lehrmeister ausbauen. Jetzt haben wir so viel Gold gehabt, so viel Pilze gehabt, dass wir den Lehrmeister auf 100% gezogen haben. Fand ich ziemlich cool, deswegen habe ich 1000 Pilze gestern reingeklatscht oder heute Morgen. Und wenn ihr noch Bock habt, auf Server 2 SK zu kommen, dann kommt doch bitte hinein. Ich werde ab sofort 300 Alu spielen. Vielleicht sogar die ganze Zeit. Ich weiß nicht. Ich habe erstmal jetzt aufgeladen für so ein paar Pilze noch. Habe ja 1000, wie gesagt, gespendet. Bekommt sogar wieder einen Pilz. Es läuft. bin Rang 44. Und bin gut dabei. Habe schon 1300 Gold. Habe alle drei Top-Tränke drin. Und werde ab sofort Server 2 SK erstmal 300 Alu spielen. Ich hoffe, das ist so gut. Und ihr befürwortet dies. Denn das wird auf jeden Fall dann wieder ein Krieger mit 300 Alu am Start haben. Vielleicht erstmal nur für ein paar Monate, aber erstmal ein 300 Alu-Krieger ist wieder am Start. Denn der fehlt halt im Let's Play. Der 300 Alu-Krieger fehlt, deswegen habe ich ihn jetzt wieder reingenommen. Und dann werden wir ihn auch wieder sehen hier. Erst gerade hier Level 44 sind wir erst hier, haben Sammelalbum von 56% gerundet. Die Gilde, halt YOLO, You Only Live Online mit mir, wo ich 1000 Pilze gespendet habe. Es läuft auf jeden Fall. Wir brauchen noch ein bisschen Pilze für den Goldschatz. Wenn jemand Bock hat, noch ein paar Pilze reinzuhauen, denkt sich, okay, es ist Weihnachten, YOLO, reingespendet, die ganze Scheiße. Oder neu anfangen möchte auf Server 2 SK, klickt in der Videobeschreibung nach unten drauf und holt sich da, wie gesagt, nicht holt sich einen runter, klickt auf den Link da, Server 2 SK oder spiel mit mir jetzt auf Server 2 SK. Ich glaube, da steht sogar noch Server 1 SK, Entschuldigung. Auf jeden Fall Server 2 SK muss hinten in der ID stehen. Und dort draufklicken und dann euch hier anmelden über meinen Freundschaftslink oder nicht, wie auch immer. Dann könnt ihr Bivor, Skyline, Black Dom oder den Noxytroxy, ich glaube Noxytroxy ist noch aktiv, ich weiß gar nicht. Könnt ihr anschreiben und wenn ein Platz frei ist, könnt ihr gerne hineinjoinen. Zurzeit sind die Plätze ziemlich rar, weil ich durch meinen Pilz reinspend Action Shit sehr viele Leute angezogen habe, weil wir plötzlich 100% Lehrmeister haben. Und man muss sich das mal überlegen, wenn ich jetzt hier 100 Alu spiele, ein oder zwei Monate lang, dann müsste ich Top 50 sein, vielleicht sogar Top 25. Also Server 2 SK ist ein Server, wo man mit sehr wenig Geld und sehr wenig Pilzen ganz weit nach oben kommt, weil der Server ist genauso lange online wie Server 30. Müsst euch überlegen, ihr könnt das Server 30 Tagebuch mal anschauen, wie lang das ist von den Tagen her und genau so lange ist das auch online. Wir gehen mal eben hier auf Ehrenhalle und sehen hier, der höchste ist 117, 100, 100, 100 und in der ersten Reihe geht es hier schon auf der ersten Seite. Abstufe 12, 85, 90, 102, 76, 72, 70, Top 50 hier, 50 fängt an mit 65, Top 100 fängt an mit Stufe
49, 52 hier. Leute, 46, 54, da kann man locker, wenn ich jetzt 300 Alu erstmal durchspiele etwas, werde ich locker Top 25 werden. Und das freut uns auf jeden Fall. Vielleicht strebe ich sogar ganz nach oben an und wir werden mit YOLO ganz, ganz weit nach oben kommen. Ich bin mal gespannt, wenn ihr Lust habt, auf Server 2 SK mit mir zu spielen in der Gilde YOLO. Ich heiße dort Lars, klickt den Link in der Videobeschreibung, meldet euch darüber an. Obwohl schon so viele Leute zu Freude geworden, aber schon 22, oh mein Gott. Und an dieser Stelle beende ich dann auch diesen kleinen kurzen Part. Ich wollte es nicht in die Länge ziehen, gesagt, ihr sollt euch mehr auf eure Familie konzentrieren. Und ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachtszeit und werdet ganz viele schöne Geschenke bekommen. Seid nicht traurig, wenn ihr nicht das bekommt, was ihr euch gewünscht habt, denn das kann man nicht immer kaufen. Es sind noch sehr viele Jüngere am Start, das weiß ich von meiner Analyse von YouTube, dass sehr viele Jüngere am Start sind und die haben sich natürlich sehr viele krasse Sachen gewünscht. Es war früher bei mir so, ich habe mir auch immer krasse Sachen gewünscht, habe es auch meistens auch bekommen, weil ich voll verwöhnt war, aber es gab auch Zeiten, da habe ich sie nicht bekommen und da war, ist man ja meistens vielleicht sogar ein bisschen böse auf den Eltern und so weiter, wenn man die Sachen nicht bekommt, seid das bitte nicht, weil das kostet viel Geld und die Eltern haben meistens nicht immer ganz so viel. Das ist auch immer so ein Zeichen, wenn man sich so teure Sachen wünscht, zum Beispiel PS4 oder so und die nicht bekommt und die Eltern könnten sich das ohne Probleme leisten. Ist auch nicht jetzt, sagt, jetzt seid bitte nicht böse zu den Eltern, ihr werdet das eh später verstehen. Man soll halt nicht so verwöhnt werden und so weiter. Also, ich hoffe, dass ihr alles bekommt, was ihr euch gewünscht habt. Und ihr könnt gerne mal hier in die Kommentare schreiben, was ihr denn später bekommen habt zu Weihnachten. Würde mich echt interessieren oder in den morgigen Part, wie auch immer. Denn ich denke mal, dass 90% der Leute sich Elektrogeräte gewünscht haben. Von daher, naja, frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Und ich sage mal wieder, dass ihr auf jeden Fall ziemlich nice. Bis zum nächsten Mal und tschüss.